daneben ist das schon Sommerloch verdächtig. Wirklich. Ohne Mist. Für alle die, die nicht wissen, was ein Sommerloch ist, das ist die Zeit, in der keine wichtigen Informationen kommen, beziehungsweise in der überhaupt nichts Schönes, Interessantes passiert. Kacke. Jensen, da stimmt was nicht. Nicht wirklich. Tricus ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? No Ich melde mich shit. wieder. Bei denen geht niemand ans Telefon. Wieso nicht? Weil die evakuiert wurden, ihr Blöden. Bei denen geht niemand ans Telefon. Hey, ja, nur mal um euch hier zu warnen, ne? Einer von unseren Leuten ist gerade bei euch. Nur, dass ihr es wisst, ja, das sieht ungefähr so aus, ja, hat eine krasse Sonnenbrille, einen schönen Spitzbart und macht euch natürlich alle platt, wenn ihr mal eine Sekunde lang nicht hinschaut, ne? Es ist ja nur, um euch gewarnt zu haben, ja. Geht dem aus dem Weg, wenn der euch fragt, sagt die Wahrheit, sonst kann sie und wird sie gegen euch in einem Faustschlag verwendet. Schauen wir mal kurz, wo wir hier hinkommen. Oh. Ach, na schön, danke. Ich will hier nicht runter. Sobald ich hier unten bin, wird natürlich. Okay, muss ich mir nochmal anschauen. Elektroschockpistolenpfeile, super. Okay, wer auch immer Experiment in Kühlschrank 5 verantwortlich ist, ihr wisst schon, das Experiment, bei dem ein Roastbeef in ein empfindungsfähiges Wesen verwandelt hat, das nur das Imperativ von Hirn und Töten kennt. Könnte sich der Schöpfer dieses Abscheulichkeit bitte ein halbautomatisches Gewehr besorgen und selbige abknallen? Super. Ah, ernsthaft, machen Sie gefälligst den Kühlschrank sauber. Das ist widerlich. Oh Mann. Ach. Oh, das ist doch super. Ah, den Imperativ von Hirn und Töten. Da muss ich aber jetzt mal sagen, ich habe keine Ahnung, was Imperativ ist. Ah, das ist, glaube ich, diese. Ich kenne nur Nominativ oder sowas. Aber Imperativ ist auch irgend sowas. Ich habe da echt gerade überhaupt keine Ahnung, was das wäre. Oh Gott, also für alle die, die es wissen, bitte belehrt mich eines Besseren, weil ich werde wahrscheinlich nicht mehr das irgendwo separat raussuchen. So, na komm schon. So, und dann brauchen wir noch eins. Das auch noch. Lalilalila. Und ein Stoppwurm. Super, einen gebraucht, einen gewonnen. Ich möchte an der Stelle einmal unsere Sicherheits- und Evakuationsvorschriften erinnern. Im Fall einer Notsituation werden sämtliche Sicherheitstüren abhängig von der aktuellen Sicherheitslage aktiviert. Diese Türen dienen der Erhöhung der Sicherheit im gesamten Firmengebäude, bla bla bla. Also, dass hier niemand ans Telefon geht, wird wahrscheinlich entweder an dem Kühlschrank liegen, der mittlerweile Amok läuft, oder irgendwelchen anderen Sachen. So, aber ich gehe jetzt erstmal wieder eine Etage weiter hoch. Bei mir geht es eigentlich primär um das Erkunden und weniger um das, naja, schnell hier durchlaufen. Es ist zwar, ja, vielleicht mag es der eine oder andere so, man will doch schnell hier durchgehen. Bei mir aber nicht, ne. Bei mir wird alles der Reihe nach aufgemacht, untersucht und ja, so viel wie möglich Info gesammelt. Ah, da ist der Anruf mal wieder. Derjenige müsste dann wahrscheinlich eher ans Telefon gehen. Aber wieso hat denn hier überhaupt jemand zu dich? Ich mag es überhaupt nicht, wenn so ein Telefon klingelt. Bin ich überhaupt einer der wenigen, der sowas. Sowas müsste echt verboten werden. Telefon klingeln. Schlimm. So, wo haben wir denn mal noch? Deshalb habe ich meins meistens immer auf lautlos. Deshalb. Es ist immer so, dass ich nie rangehe und immer zurückrufe im Notfall. Wenn mir die Nummer nicht bekannt ist, werde ich erstmal googeln. Und dann wird zurückgerufen. Ob so ziemlich nie gehe ich ans Telefon. Das ist eine blöde Angewohnheit. Aber
Ich finde, das ist angenehm, zur heutigen Zeit. Wenn es klingelt und man geht dann so voran, na. Zumal, wenn ich gerade was mache, zum Beispiel aufnehmen, dann wäre das störend, wenn ich jedes Mal dieses Klingeln oder Summen dieses sich bewegenden kleinen Objektes, was ich. Ich weiß es gerade gar nicht, wie das Ding nennt. Vibrationsalarm nennen. Wenn man das die ganze Zeit hören würde, ist auch ein bisschen nervig. So, einzige Art und Weise, wie ich das ja, höre, wäre dann durch ja, etwaige Interferenzen mit dem Kopfhörer bzw. Headset. Aber ich glaube, das ist mittlerweile so gut, dem ist das egal. So, wo haben wir es denn? Er sagt, ey, du hast gerade hier, na, Telefon und so, solltest vielleicht mal angehen. Und ich sage, nein, los nicht. Okay, das hat man schon. Ich muss erstmal alles der Reihe nach durchgehen. Das dauert jetzt ein klein wenig. Nuke-Virus, geil. Aber dass es hier nur einen einzigen gibt von diesen Nuke-Viren, ist deswegen doch traurig. Die werden wahrscheinlich irgendwie eingesteckt. Und die Teile sind selbst kopiergeschützt, diese Nuke-Viren. Deshalb kann man die nur ein einziges Mal verwenden. Traurig, 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 traurig. Das ist eine coole Art und Weise, sich die Software mehr oder weniger zu sichern. Was das angeht, dass man die nur ein einziges Mal benutzen kann. Was auch ein bisschen blöd ist, weil Software ist eigentlich dazu da, naja, geteilt zu werden. Praxispunkt, ich wär bekloppt. Deshalb läuft man überall und immer lang. Damit man diese scheiß Praxispunkte bekommt. Weil die nicht einfach überall rumliegen, so wie Stacks. Stacks. Müssen sie einfach mal übelst verarschen. Ja, es war das falsche Passwort. Ha, 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 das wäre echt gemein. So, hätten wir das. Nicht, dass ich jetzt aus eine 4 gedrückt habe. 5 ist die Taste da. Wahl in dem Fall. Die Wahl der Qual. Haben wir noch nicht offen. Yeah. Das hatten wir schon. Das haben wir jetzt. Das Teil. Und was verbirgt sich dir hinter Weltgröße? Gigantisch. Nationen 20. Bündniszwang. Ja. Länge 3000. Ne, 2300 Runden. Wer hat Lust auf eine neue Modernisierung X-Kampagne? Der Interesse hat kurze Mail genügt. Ich spiele die Deutschen. Also er mit den Tigerpanzer. Ach, das ist das schön. Herrlich. Echt herrlich. Sowas mag ich. Vor allem, wenn man selber Deutscher ist. Da finden wir Mont Royal. Mont Royal. Mont Royal. Mont, was im Sinne so viel wie Berg oder sowas bedeutet. Und Royal, königlicher Berg oder sowas. Und Montreal ist dann die. Jetzt weiß ich auch, wieso die Stadt so heißt. Schrägstrich Gegend. Der königliche Berg. Da war wohl anscheinend irgendwann mal. Moment, Montreal ist ja eigentlich mehr so die französische, mehr der Queen noch unterworfene Region. Deshalb wäre es dann irgendwann mal so ein Berg gewesen. Da hat man, hey, yo, will denn die Königin einen Berg haben, schrägstrich König? Dann ist das erstmal der königliche Berg gewesen. Bam, bam, bam. Schon schön. Namensgebung hat was Feines. Dass sich die Leute richtig austoben können bei der Namensgebung. So, dann müssen wir mal hier das Ding noch nehmen. Das Ding auch noch. Das hier brauche ich auch noch. So, geht los. Zugriff Und gewählt. wieder ein Nuke-Virus für einen Stoppwurm. Na gut, Nuke-Viren. Ab und zu halt manchmal. Manchmal klappt's. Türcode, Dankeschön. Wenigstens etwas. Ich habe zu viele von diesen dämlichen Mails aufgemacht. So. Wieder mal ein neuer. Den haben wir schon aufgemacht. Ich bin mir aber manchmal nie bewusst, ob ich das. Vor allen Dingen ist das Französisch. Wir leben in der Zukunft. Ich habe was von einer internationalen Sprache gehört. Sowas wie Englisch oder sowas. Oder, wie ist das denn mal? Esperanto.
Es ist eine Mischung zwischen Englisch, Spanisch und... Hast du nicht gesehen. Die Idee ist zwar ziemlich gut, eine allgemeine Sprache zu machen, aber... Muss nicht sein. Notfallaktivierungslogs, Pritchard. Hier ist eine verriegelte Feuertür, die vermutlich offen sein sollte. Alle Feuertüren des Gebäudes sind verriegelt. Aber der Weg zu Zimmer 404 müsste frei sein. Die hatten es wohl ziemlich eilig, Pritchard. Hier ist niemand mehr. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Aha, wird gemacht. So. Welches Zimmer sind das überhaupt? 402. Muss ich mal kurz gucken. Dum, didum, didum, didum. Nehmen wir mit, nehmen wir auch mit, nehmen wir alles mit. So, die gute Ellie. Wenn die dann aufmuckt und sie wird aufmucken, das ist mir fast schon zu 99,999% bewusst. Es könnte ja auch sein, dass die eine dieser komischen Aktivisten war, diese komische Frau da. Wobei die, glaube ich, ausrasierte Seiten hatte. 403. Ich habe davor nicht gespeichert. Blödsinn. Egal. Nichts Schlimmes passiert. Zeitungen. Wir leben in einem Technikzeitalter. Wieso ist so viel Papier auf den Tischen? Die armen, armen Bäume, die für unser schönes Klima verantwortlich sind. Ohne Mist jetzt. Da kannst du natürlich auch aus Erdöl oder sowas machen, wie so eine Art PVC-Papier oder so. Was aber auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist. Muss man sagen, ne? Muss man sagen. Wo komme ich denn hier eigentlich hin? Kann ich hier durchgehen? Nö. Ich will ja erstmal kurz auf die andere Seite gehen, bevor ich hier reingehe. So, hier unten haben wir ja eigentlich alles durchsucht. Eigentlich. Da kommt man nicht rein. Das ist auch die Tür, die ich brauchte. Security Firewall, ja. Zum ersten Mal eine Firewall im Real Life gesehen. Die ist ganz schön heiß. Der war low, ich weiß. Aber cool. Vor allem hätte man hier durchschleichen können und nirgendwo ist auch noch irgendeine Wache. Okay, geht. Mal kurz auf die Uhr geschaut. Ja, geht scharf. Hallo, Adam. Hat Sao Sie über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte, nennen Sie mich Eliza. Sao Yonru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte sie schon seit einiger Zeit. Natürlich. Seit vor 6 Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde. Sie haben ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, sie wären tot. Ja. Obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe, ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen. Aber ich habe sie wohl auf sie aufmerksam gemacht. Wenn sie jetzt gehen, entkommen sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber sie werden mich begleiten. He, he, he. Ah, super. Eine Falle. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Jensen, raus da! Oh, bitte nicht jetzt. Dass sie das gesehen haben, Pritchard. Später! Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf ihre Position zubewegen. Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten sehe. Und was ist, wenn die nur holographisch ist und nur irgend so eine Kack-KI? Ach, Blödsinn, ey. So ab Blödsinn. Geradeaus rüber über die Firewall. So wie sonst auch. Na, klasse. Lass mich raten. Was ist los? Hier sind noch keine. Wo kommen denn die Leute immer her?
Gott, irgendwann werde ich das Zeug alles mit Minen verpflastern. Sobald sich jemand bewegt, geht's wumm. Und da gibt's Brei zum Frühstück. Meine Fresse. Weil die Leute dann keine Zähne haben, weil der Kopf fehlt. So. Jetzt muss ich mich aber schon mal hier... Ach, bitte nicht. Dankeschön. Los, teilt euch auf. Ich mache euch der Reihe nach alle nieder. Wir wissen, dass hier jemand ist. Sucht weiter. So, und ich weiß, dass ihr wisst, dass ich da bin. Aber ihr nicht wisst, dass ich weiß, dass ihr direkt vor mir steht. Hahaha. Ich habe selber gerade nicht verstanden, was ich gesagt habe. Okay, geht los. Kacke, ich habe das hier oben noch nicht aufgemacht. Oh. Hier ist jemand. Eindringlich. Neutralisiert ihn. Habt ihr ihn? Ja. Yep. Gefunden. Ein neutraler Jungs hat erlischt. Ich glaube, er lebt noch. Wir sehen nach ihm. Er ist ein Alarm aus. Nicht gut vergleichen. Feind auf der Flucht. Scheiße. Er ist weg. Was ist los? Kann der denn nicht zielen oder was? Sicher. Ach, scheiße. Jetzt werde ich von der anderen Seite ballert. So muss es sein. Schnell, effizient, funktionstüchtig. Oh Gott, nee. Moment mal, wo sind meine Peps hier? 9. Feuer! Nein! Lad doch nicht nach! Du Pfosten! Ach Gott. Oh. Natürlich braucht er Stunden, um das Ding nachzuladen. Ist ja nicht so, dass man das hätte anders bauen können oder so, ne? Nö, wieso auch? Aber zum Glück bin ich hier. Das ist schon mal gut. Hui. So, wegen 10 Credits habe ich mich fast verraten. Habt ihr ihn? Nein. Weiter so. Okay, speichern. Ach man, ich will die aber auch alle ausschalten. Ich brauche die Erfahrung, ne? Anders kannst du ja hier nicht leveln. Echt traurig sowas. Echt traurig. Was ist da drüben? Na, kommt ja weiter. Na komm schon. Dreh um. Mach irgendwas. Wo ist ich denn eigentlich lang? Ah, da lang. Speichern. Okay. Gut, und von hier können wir die alle der Reihe nach ausmachen. Ja, ist echt langweilig. Echt schlimm, du. Ja, ich könnte natürlich auch mal von oben erstmal die Scharfschützen ausmachen, bevor ich hier unten... Genau, erstmal werden die Scharfschützen ausgenommen. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht. Weil ich zu blöd bin, die Treppen zu benutzen. Okay, welche Treppen? Genau, natürlich die... Okay, wie viel habe ich denn? 105. Das heißt, wenn ich die alle drei nach ausgeschaltet habe, kriege ich genug Erfahrung, um einen neuen Praxispunkt zu holen. Apropos Praxispunkte. Einen. Na super. Soll man schon mal ein bisschen rankommen auf den Meter? Aber der bleibt dann immer hier stehen. Schon irgendeine Frechheit, du. Shit! Oh. Ich geb dir gleich Feuerschutz. So, die Peps haben wir. Der Reihe nach kommen die jetzt alle nach oben. Wunderschön. Da ist er.
Er sieht mich natürlich überhaupt nicht kommen, denn ich bin ein Geist. Was ist los? Och, das, genau in dem Moment, in dem er wirklich genau hinter dem steht, dreht er sich um. Oh, Jungs, der hat mich noch nicht mal kommen sehen. Der hat noch nicht mal in der peripheren Sicht was gesehen. So, ey, Spaß. Es geht echt gar nicht sowas. Ich versuche ja irgendwie durchzukommen. Und was ist? Die Leute gehen mir einfach nur auf den Sack. Nordpfeifen wäre mal ziemlich cool. Ich will aber nicht die ganze Zeit meine Peps-Munition hier verbrauchen.